Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, in der letzten Folge haben wir ja den Prima-E-Gott Ilfrid, glaube ich, hieß der, zerstört mit ein wenig Hilfe von Skull und zwei ja, unbekannten Mitstreitern. Und wir haben direkt schon wieder die nächste Quest hier vor unserer Nase. Die nehmen wir natürlich direkt dankend an. Bis vor kurzem warst du einfach nur eine gewöhnliche Abenteurerin unter vielen. Doch in der Zwischenzeit hast du zur Botschafterin eines Stadtstaats avanciert, hast dich dem Bund der Morgenröte angeschlossen und den Prima Ifrit besiegt. Was du für Eocera getan hast, kann gar nicht genug gewürdigt werden. Und ich vermute, deine Taten haben einiges ins Rollen gebracht. Verzeihung! Werte Minfilia, du siehst wie immer bezaubernd aus. Bitte erlaube uns, der Heldin des Bundes der Morgenröte, unsere Aufwartung zu machen. Wir möchten Sie bitten, sich einer der staatlichen Gesellschaften anzuschließen. Ah! Oh. Wie mir scheint, stehst du bei den drei Stadtstaaten bereits hoch im Kurs. Sie reißen sich um dich wie eine Kriegerin des Lichts. Wenn du einer der staatlichen Gesellschaften beitrittst, erhältst du Zugang zu hochwertiger Ausrüstung und anderen Ressourcen. Außerdem wirst du spannende Aufgaben erledigen und dabei viel lernen können. Normalerweise bemühen sie sich nicht so um neue Mitglieder. Das kannst du mir glauben. Dass sie so forsch um dich werben, liegt einzig und allein deinem guten Ruf, den du bereits erworben hast. Die Legion der Unsterblichen hat dich ja bereits in Aktion erlebt, aber woher wissen die anderen Stadtstaaten so gut über dich Bescheid? Oh je, ich gestehe, ich konnte mal wieder meine Klappe nicht halten. Ganz recht. Wir sind Gerüchten über die Bezwingerin Ifrits zu Ohren gekommen. Daraufhin wurde ich rausgeschickt, um ihr ein Angebot zu unterbreiten. In Anbetracht deiner Heldentaten lade ich dich hiermit offiziell ein, in die Bruderschaft der Morgenviper beizutreten. Unterstelle dich der weisen Führung der Saatseherin Kan-e-Senna und beschütze mit uns den Wald von Gridania. Ehrlich gesagt, ich habe hier schon von Anfang an gesagt, dass mir das am liebsten wäre. Gameplayerin Winter, Bezwingerin Ifrits, Heldin von Ulda. Seite an Seite bist du mit unserer Legionären in die Schlacht gezogen. Möge dein Name niemals vom Sand der Wüste verschluckt werden. Es ist mir eine Freude, dich offiziell einzuladen, der Legion der Unsterblichen beizutreten. Unterstelle dich Raubahns Kommando und kämpfe mit uns für den Reichtum und die Freiheit von Ulda. Die Gerüchten haben nicht zu viel versprochen. Der scharfe, durchdringende Blick eines Seeadlers und die stolze Aufrechterhaltung einer geborenen Kapitänin. Du hast viel für Limsa-Luminsa getan und dein Schicksal ist eng mit unserer Stadt verbunden. Hiermit lade ich dich offiziell ein, dem Maelstrom beizutreten. Segle unter Admirals Merlbys Kommando neuen Abenteuern entgegen. Ja, der Blick war jetzt nicht schlecht. Minfilia, bitte leg ein gutes Wort für uns ein. Ja, schon gut. Wie du wahrscheinlich bereits weißt, hat jeder Staat eine eigene staatliche Gesellschaft gegründet, um existenzbedrohende Gefahren abzuwehren. Es gibt also drei Gesellschaften, den Maelstrom von Limsa-Luminsa, die Bruderschaft der Morgenviper in Gridania und die Legion der Unsterblichen in Ulda. Indem du einer staatlichen Gesellschaft beitrittst, verpflichtest du dich dazu, dem entsprechenden Stadtstaat zu dienen und wichtige Aufträge für ihn zu erledigen. Natürlich wirst du für deine Dienste entlohnt. Je gewissenhafter du deine Pflicht erfüllst, umso großzügiger fällt die Belohnung aus. Darüber hinaus erhältst du auch Zugang zu spezieller Ausrüstung, die den Mitgliedern der staatlichen Gesellschaften vorbehalten ist. Du kannst zwar immer nur einer der Gesellschaften angehören, aber zerbrich dir darüber bitte nicht zu sehr den Kopf.
Du kannst erst einmal einer Gesellschaft beitreten und wenn sie dir nicht zusagt, hinterher immer noch wechseln. Dabei fällt mir ein, dass bald in allen Stadtstaaten, oh, ich hasse dieses Wort, Gedenkfeiern für die Gefallenen von Cattenau stattfinden sollen. Das ist eine hervorragende Gelegenheit, dich überall mal umzusehen. Im Rahmen der Feiern werden die Anführer der staatlichen Gesellschaften Reden halten, die du dir anhören kannst, um einen Eindruck von ihnen zu bekommen. Danach fällt es dir sicher leichter, dich zu entscheiden. Wie klingt das, meine Herren Offiziere? Eine hervorragende Idee. Mifilia, das ist ein weiser Vorschlag. Komm nach den Gedenkfeiern einfach wieder hierher und teile uns deine Entscheidung mit. Solange warten wir hier auf dich. Dieser lüsterne Blick von dem Typen hier rechts, ne? So fühle ich mich gerade und das kam jetzt richtig perfekt von ihr. Womöglich widerstrebt dir der Gedanke, dich an eine Organisation zu binden. Ja, aber die Mitgliedschaft in einer staatlichen Gesellschaft bietet viele Vorteile. Außerdem kannst du so größeren Einfluss auf die Geschicke eines Stadtstaates nehmen. Jemand mit deinen überragenden Fähigkeiten kann in einer stattlichen Gesellschaft viel bewirken und auch die persönlichen Vorteile sind nicht zu verachten. Das schließt natürlich nicht aus, dass du dich auch weiterhin für den Bund der Morgenröte engagierst. Ganz im Gegenteil, ich hoffe, dass du uns dann noch stärker unterstützen kannst. Denk daran, die staatlichen Gesellschaften beschützen vor allem die Stadtstaaten, in denen sie ansässig sind. Der Bund der Morgenröte hingegen kämpft für die friedliche Zukunft ganz Eoseras. Hier, nimm diese Kontaktperle mit. Darüber können wir jederzeit in Kontakt treten, egal wo du dich befindest oder was du gerade machst. Große Ereignisse stehen bevor und du steckst mittendrin. Eoseras Zukunft könnte von deinen Taten abhängen. Einerseits macht mir das Angst, doch andererseits auch große Hoffnung. Ich vertraue auf deine Stärke und deinen Mut. Und natürlich werde ich dich nach besten Kräften unterstützen. Tataru kann dir erklären, wo die Gedenkfeiern abgehalten werden. Sprich mit ihr, bevor du dich auf den Weg machst. Gute Reise und viel Erfolg. Ja, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich habe davon schon gelesen, als ich mich so ein bisschen schlau gemacht habe wegen dem Reiten, weil dann kam, dass das erst dann möglich ist, das Reiten zu erlernen, wenn man sich einer Gesellschaft angeschlossen hat hier. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Also ich tendiere persönlich sehr zur gelben Gesellschaft. Also jetzt kriege ich schon wieder Schluckauf. Jetzt bin ich wirklich aufgeregt. Also zu Gridania, weil ich ja von Anfang an gesagt habe, wenn ich es irgendwie machen kann, möchte ich gerne Gridania zu meinem Heimatort machen. Weil ich bin Hermetikerin, ich arbeite. Ja, vielleicht nicht direkt mit der Natur, aber zumindest mit magischen Kräften. Und letztendlich stehen die Druiden ja auch dafür. Was natürlich schade ist, ich bin im Malstrom sozusagen groß geworden, sprich in Limsa Luminsa, das ist meine Heimatstadt, in der ich reingekommen bin ins Spiel mit dem Char hier. Und die würde ich natürlich auch eigentlich sehr gern unterstützen. Und mein Herz schlägt immer noch für den Baldan oder wie er heißt. Den von der ertränkten Sorge. Ja. Deswegen wäre es natürlich wirklich schön, mit Limsa Luminsa irgendwo zusammen zu sein. Auch das Angeln finde ich persönlich auch sehr schön, muss ich sagen, so als Gilde. Und auch generell so die Gilden von Limsa Luminsa, also die Fischereigilde, natürlich die Abenteuergilde und eigentlich auch die Gourmetgilde finde ich halt auch cool. Wobei, klar, ich meine, ich kann ja alles bereisen, also das wäre jetzt nicht das Problem. Ich habe natürlich eine besondere Affinität zur Gärtnergilde und zur Druidengilde. Und die Umgebung ist einfach so wunderschön mit dem ganzen Grün und alles. Deswegen denke ich, dass ich wahrscheinlich, ich glaube, nach Gelb wechseln, also die annehmen werde. Aber ich kann es noch nicht so hundertprozentig sagen. Ulda, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch irgendwie ganz cool. Auch so die ganze Sache mit der Goldschmiedegilde und der Alchemistengilde. Die Gilde der Taumaturgen fand ich auch ziemlich geil.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich habe jetzt schon dreimal gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich höre am besten auf, damit ich höre am besten ganz auf zu reden. Wir reden jetzt erstmal mit dessen Namen ich jetzt vergessen habe, Tataru. Die sollte hier am Eingang stehen, normalerweise. Ist ein bisschen nervig, dass man immer klicken muss und alles und dann wieder bejahen muss, dass man raus möchte. Ich meine, warum hat man sonst geklickt, dass man raus möchte? Steht sie hier? Ja, sie steht hier. Hallo, bist du böse auf mich, weil ich über deine Heldentaten geplappert habe? Ich war einfach so aufgeregt, aber in Zukunft schweige ich wie ein Grab, versprochen. Ja, klar. Nun, wie kann ich dir weiterhelfen? Du willst wissen, wo die Gedenkfeiern stattfinden, oder? Also, die Gedenkfeier in Limsa-Luminsa wird im Prunkgemach abgehalten, wo Admiral Merwyb sprechen wird. Ins Prunkgemach gelangst du mit dem Admiralslift. Okay. Vor dem für gewöhnlich Zatrael Wache hält. Sprich mit ihm, dann wird er dich sicher passieren lassen. Ich hoffe mal, dass das eingezeichnet ist. Die Gedenkfeier in Gridania findet in Miketos Amphitheater statt. Dort wird die Saatseherin Kahn Esenna eine Rede halten. Wobei ich sagen muss, die persönlich fand ich irgendwie ein bisschen creepy. Deswegen die von, naja, andererseits die von Ulda fand ich auch. Nicht von Ulda, von Limsa-Luminsa, die fand ich auch irgendwie so ein bisschen komisch. In Ulda dient die Herrscherpromenade als Veranstaltungsort und die Rede wird von Rauban gehalten. Wobei davon auszugehen ist, dass die Sultana ebenfalls anwesend sein wird. Ich werde die Stadtstaaten über dein Kommen informieren und dafür sorgen, dass sie bis zu deiner Ankunft warten. Die Reihenfolge, in der du die Städte besuchst, bleibt also dir überlassen. Die Feiern finden nicht ohne dich statt. Also, gute Reise. Dir steht ein weiterer Weg bevor als die gefragte Heldin. Ist man eben ständig unterwegs. Ja, ich hoffe, ich krieg dann auch wesentlich mehr Gold, weil dann muss ich auch öfter mal schnell reisen. Ja. Tja, ich würde sagen, da wir gerade ja noch hier sind. Ich bin jetzt hier so viel rumgereist, ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Ich glaube, wir sind jetzt in Ulda, ne? Kann das sein? Ja, wir sind noch in Ulda, okay. Da würde ich sagen, dass ich jetzt erstmal hier nach Ulda zurückreise mit der Rückführung. Das geht ja recht schnell und ich glaube, der Punkt ist auch relativ nah bei dem Eterin, wo ich jetzt auskomme. Meine ich. Ebene der Redner? Ist es auf der Ebene der Redner gewesen? Ja, okay. Gut, dann laufe ich da mal eben hin. Ich werde jetzt einfach mal behaupten, wir müssen das jetzt nicht unbedingt rausmachen. Das war nicht geradeaus, das war links. Weil ich da doch relativ zügig hinkomme. Hier ist übrigens noch irgendeine Hauptquest. Ja, oder wie ich das auch nennen soll. Also eine bedeutende Quest, sagen wir es mal so. Die ich auch noch annehmen werde, aber irgendwie durch dieses ganze Hin und Her und dass ich hier von A nach B immer geschickt werde und alles. Nee, Ebene der Redner. Ich muss nämlich mit dem Aufzug fahren. Haha, ich bin da schon mal drauf reingefallen. Durch dieses Hin und Her und immer wieder von A nach B geschicke und eigentlich will man das ja alles nicht unterbrechen, um was anderes zu machen, habe ich es bisher leider noch nicht geschafft. Diese anderen Quests anzunehmen. Ich weiß, dass in Limsa-Luminsa auch noch so eine Quest war, die auf uns wartet. Gegenüber ist das, glaube ich, ne? Ich hoffe, dass es hier oben ist. Ich denke, dass es hier oben ist. Achso, da, Zielort. Aber ich werde das Ganze auf jeden Fall noch machen. So, das wollte ich eigentlich eben sagen. Die Sultana ist da! Und Rauban! Söhne und Töchter von Uldar, der Perle der Wüste, deren Feuer in uns brennt und deren Glut uns stählt. Ach so. Oh, Rauban!
Seit uralten Zeiten sind wir weise geführt von der Dynastie derer von Ul. Unter ihrer Regentschaft wird uns selbst der Sand zu glänzendem Gold. Und seit Anbeginn der Zeit stehen wir in Naltals göttlicher Gunst, der unser Land mit unermesslichen Reichtümern segnete. Sieh dir die Flagge hinter General Rauban an. Die goldene Waage Uldas, auf der sich das Juwel des Wohlstands und die Flamme der Stärke das Gleichgewicht halten. Ulda hat gewaltige Schätze hervorgebracht und Großes damit bewirkt. In der Schlacht von Carteno waren unsere Mittel und unser Wissen der entscheidende Beitrag zur Allianz. Wir haben die 7. Legion der Gallia aufgerieben und in den Boden gestampft. Ja! Yay! In den Boden gestampft? Er bringt da wohl ein paar Kleinigkeiten durcheinander. Viele unserer Kämpfer sind nicht aus der Schlacht zurückgekehrt. Naltal möge ihre Seelen im Jenseits empfangen und sie reich beschenken. Ich weiß, was ihr denkt. Jene Schlacht war ein Sieg, aber kein Triumph. Ein Tag bitterer Verluste. Aber besteht nicht die wahre Schmach darin, dass niemand mehr bereit ist, sich für andere einzusetzen? Seht, was aus Ulda geworden ist. Heimatlose suchen Zuflucht. Arme betteln um Almosen. Und die Reichen sehen weg. Die einst Mutigen treten nicht für die Gerechtigkeit ein. Ach, das ist mir auch schon aufgefallen. Können wir uns anmaßen, vor den Helden von Carteno stolz auf uns zu sein? Können wir ihnen dieses Ulda zeigen und sagen, seht her, für das hier habt ihr euer Leben gegeben? Nicht in dieser unwürdigen Lage. Nicht solange die Amal-Jar unsere Handelsrouten abschnüren. Und nicht, solange die Galia sich an den Erdseimquellen bedienen, um uns irgendwann zu unterwerfen. Unser Kampf ist nicht zu Ende. Ob Händler oder Krieger, ob Republikaner oder Royalist, wir müssen einsehen, dass Ulda verwundbar ist, solange es sich nicht eint. Auch ihr Abenteurer! Ihr sucht doch in unserer goldenen Stadt euer Glück. Nun, ihr habt es gefunden. Wer bräuchte euch mehr als ein Staat in Bedrängnis? Unternehmer und Helden brauchen wir. Lest nicht einzelne Geldstücke aus dem Straßenstaub, sondern greift mit beiden Händen nach den Schätzen der Welt. Vereint euch unter dem Wort eurer Sultana. Verleiht der Legion der Unsterblichen die nötige Kraft, eure Heimat und eure Habe zu schützen. Denn so wie die Wirtschaft der Welt blüht, so blüht die von Ulda. So wie Ulda blüht, blüht auch sein Volk. Ja, für Ulda! Hab ich was von Zinsen gehört? Ich bin dabei. Eure Hoheit. General? Grins. Mein Volk. Zu euch spricht eure Sultana Nanamo Ulnamo, 17. derer von Ul. Was ich euch zu sagen habe, ist einfach, meine Treuen. Nicht Gold und Silber, nicht Diamanten und Rubine machten uns reich. Uldas Reichtum kommt aus euch, mein treues Volk. Eure Courage und eure Klugheit ist die Quelle aller Prosperität. Und für mich ist euer Leben das wertvollste Gut. Wir werden mutig voranschreiten. Und Uldas Glorie in der ganzen Welt verbreiten. Hoch lebe die Sultana! Ja, wir folgen euch, Hoheit! Für Ruhm und Reichtum! Für die Zukunft Uldas, das im Feuer gehärtet, erst zu wahrer Stärke erwacht.
Was für ein Redner. Worauf warten wir noch? Wer weiß, was ich er sagt. Ich bin Alfino. Hi. Und das ist Alize, meine Schwester. Ach, das sind zwei Jungs. Wir sind unterwegs, um zu vergleichen, wie die Stadtstaaten das Andenken der Helden von Cartenau bewahren. Wir waren gespannt, wie die Anführer der drei staatlichen Gesellschaften die Ansprachen formulieren würden. Die Erzfeinde Uldas sind die Amalja und ihre Primae Ifrit. Wie ich sehe, überrascht dich das nicht weiter. Du hattest wohl schon das Vergnügen mit diesem wilden Stamm. Ulda war seit jeher ein wehrhafter Staat. Jedes Mal, wenn die Amalja ihren Flammengott beschwört haben, konnten die Legionäre Uldas ihn besiegen. Die äußere Bedrohung hatte sogar einen positiven Nebeneffekt. Die festigte den inneren Zusammenhalt, weil dadurch die inneren Streitigkeiten zwischen den Royalisten und den Republikanern übertüncht wurden. Doch mit der 7. Katastrophe hat sich die Situation drastisch verschlimmert, besonders die Bedrohung durch das Galaische Kaiserreich und das ungelöste Flüchtlingsproblem bereiten Ulda Kopfzerbrechen. Der Stadtstaat ist zu schwach, um einen offenen Krieg zu riskieren, und deshalb verhält er sich passiv. Auch die Bedrohung durch die Primae stellt Ulda geschwächt gegenüber. Dabei ist zu befürchten, dass die Amalja Ifrit immer häufiger beschwören, was durchaus zum Untergang Ildas führen könnte. Es ist überlebenswichtig, dass die Legion der Unsterblichen möglichst rasch gestärkt wird. Dafür braucht sie fähige Leute wie dich. Solltest du dich zum Beitritt entschließen, wirst du mit offenen Armen empfangen werden. Ich sag's mal so. ich habe ja immer schon so eine Affinität gehabt, wenn irgendwas bei mir Mitleid erzeugt. Es hört sich jetzt doof an, aber auch bei Ex-Partnern ist das häufig so der Fall gewesen. Es hat sich die letzten Jahre was gebessert, aber davor habe ich es halt doch ganz extrem gehabt. Und auch bei den Staaten ist es bei mir nicht anders. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde denen schon sehr gerne helfen und für sie einstehen. Aber ich bin auch ganz ehrlich, das hier ist einfach nicht meine Welt. Die brauchen Krieger mit Schild und Schwert. Die brauchen jemand, der stärker ist. Und ich weiß, da gibt es noch Millionen anderer Spieler, wo sich bestimmt auch ganz viele von dieser, ja, ich sag mal, Allianz ausgewählt oder diesen Staat ausgewählt haben. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich denke, dass das wohl diese drei Städte sind, die im PvP gegeneinander kämpfen. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie hier PvP gespielt. Ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht. Aber ich vermute mal, dass das dann wohl auch der Grund ist, weshalb man sich für eine der drei Farben sozusagen, der eine der drei Städte entscheiden muss. Und ja, also wie gesagt, das ist absolut nicht meine Gegend. Das ist die letzte, die ich aufgesucht habe. Es ist nicht schlecht hier, aber es ist absolut nicht meine Gegend. Ich bin sehr gespannt, was die anderen beiden Städte noch von sich geben werden. Und muss euch allerdings leider noch ein bisschen auf die Schulter spannen, weil die Folge jetzt doch ziemlich lang geworden ist und ich davon ausgehe, dass die anderen beiden Städten auch nicht besonders kurz in ihrer Ansprache sind. Will ich zumindest hoffen, weil es ist ja auch sehr interessant, denen zuzuhören. Aber ich würde sagen, dass wir die anderen beiden Städte dann in der nächsten Folge anhören werden und uns dann eventuell schon für eine entscheiden können. Ja, es ist eine echt schwierige Entscheidung. Ich meine, man kann später noch wechseln, hat die eine davon der Morgenröte gesagt. Ich kann mir die Namen so schwer merken. Aber ja, es ist trotzdem irgendwo eine schwierige Entscheidung, finde ich. Ja, erstmal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.